Servus Leute, mein Name ist MTC und yo, hier willkommen zu einem Commentary. Und zwar, heute geht's darum, was geht's heute? Es geht um das Thema, sind YouTuber Stars? Und es geht um das Thema, das ich auch ansprechen möchte, und zwar, ja, wie lange sollen Let's Plays sein? Da mir schon einige gesagt haben, ey, manche Videos von dir sind einfach zu lang. Und dann habe ich die ein bisschen verkürzt, das heißt, manche Folgen sind ja so circa 12, 13, 14 Minuten lang. Bei den Minecraft-Folgen ist es ein bisschen länger. Und jetzt haben wir schon, ja, keine Ahnung, also einige Leute haben mir jetzt gesagt, dass die Videos dennoch zu kurz gehalten sind. Da denke ich mir, was jetzt? Also, keine Ahnung, ihr könnt es mich ja aber wissen lassen, was ihr davon denkt. Im Hintergrund läuft ein Commentary von COD Ghosts. Da habe ich Abschuss bestätigt gezockt. Hab da auch positiv gespielt. Also, ich war jetzt nicht in dem Game der Überking so, aber hab ja ganz positiv gezockt, und das ist die Hauptsache. Ja, ich muss jetzt seit circa 8 bis 9 Minuten labern. Erstmal das Thema, das ich heute ansprechen wollte, das wichtigste Thema. Und zwar sind YouTuber Stars. Oft habe ich ein paar Diskussionen mit ein paar Facebook-Leuten, die dann sagen, hör mal zu, du hast keine Fans und du bist auch kein YouTube-Star. Ich meine, okay, vorerst mal, ob man jetzt halt 600 plus Abos hat oder irgendwie nur fast 200 Abos auf dem Gaming-Kanal. Es ist ja eigentlich egal. Es geht ja um die YouTuber an sich, nicht irgendwie um YouTuber, die unter 1000 Abos haben oder es hat über 1000 Abos. Es geht halt generell um YouTuber. Und das Ding ist einfach, naja, wie soll ich es anfangen? Es ist schwer. Also, klar, man kann jetzt sagen, die YouTuber, die hocken eigentlich nur daheim so, machen daheim Videos. Manche machen auch draußen Videos, aber Fan, was bedeutet Fan? Fan, das ist eine Person, die sich inspirieren lässt von einer Person. Das ist eine Person, die eine andere Person als besonders sieht. Also ich meine, es ist jetzt ein simples Beispiel. Keine Ahnung, mein kleiner Bruder macht jetzt irgendetwas im Privatleben, was jetzt nicht mit YouTube zu tun hat. Und ich feiere das, beispielsweise er fährt Skateboard und so und kann da irgendwelche Tricks, so, das ist halt nur ein Beispiel so, und dann und ich feiere das auf jeden Fall und ich bin ein Fan davon, dass er also rein von der Tatsache, dass er Skateboard fahren kann, beziehungsweise können würde, wenn es so wäre, und das ist auch schon sozusagen ein Fan davon. Ich meine, ich bin ja kein Zuschauer oder Zuhörer. Das kann man ja nur sagen bei YouTube-Dinge oder YouTube-Dingen oder andere Dinge, die was damit zu tun haben, von wegen Musik und Videos und Pipapo. Aber das Ding ist einfach, wie soll ich es am besten sagen? Also, Fan, ja, ich mag etwas, das diese besondere Person macht. Und ich verfolge diese Person. Ich verfolge ihre neuesten Beiträge, Statusse und so weiter. Ich meine, ist abgesehen davon, dass wir eigentlich bei dem Punkt waren, dass wir nicht über YouTube in dem Sinn reden, sondern auch generell. Also wie gesagt, generell kann ich auch ein Fan von jemandem sein oder von irgendwelchen Eigenschaften. Und das hat dann auch nichts mit YouTube zu tun. Ja, deswegen können wir das Thema YouTube auch, separat ansprechen. So. Und das Ding ist einfach, die Leute sagen halt, ja, ein anderer Star, Stars sind Schauspieler und Musiker, die eine enorm große Reichweite haben. Stars sind Leute, die man vom Fernseher kennt, vom TV kennt. Leute, die in Büchern stehen, die Legenden sind, die tot sind, wo die Leute immer noch drüber reden und so. Und klar, in einer gewissen Art und Weise haben die Leute da recht, was sie sagen. Aber naja, YouTuber sind halt
in dem Sinn auch Stars, weil es sind zwar Internetstars, aber sie können auch, ja, so Stars sein. Ich meine, wenn man jetzt, ja, die YouTuber sind halt Internetstars, die man, also die greifbarer sind. Es ist einfach wirklich so. Bei einem, das ist jetzt ein simples Beispiel, ich meine, es gibt YouTuber, die kann man privat antreffen auf der Straße. Da gibt es auch genügend von, die kann man ansprechen, die kann man antreffen und ansprechen auf der Straße, mit denen kann man ja, bei Bedarf ein Foto machen und mit denen quatschen, so, und die sind dann auch greifbarer. So, dann gibt's Stars, echte Stars, die wahrscheinlich nicht wirklich viel mit YouTube zu tun haben, die kann man nicht ansprechen oder irgendwo antreffen. Die kann man zwar bei einem Konzert antreffen oder so, oder irgendwie im Fernsehen sehen oder irgendwo anders da sehen oder auf dem roten Teppich oder so, wenn man da hingeht, aber es ist schwer, man kann sich nicht mit denen unterhalten, man kann nicht mit denen irgendwelche Bilder machen, es ist halt kompliziert. Manchmal funktioniert sowas, aber es ist brutalst selten. Meistens haben nur so solche Paparazzis die Chance, Fotos zu machen, und das ist auch nur geschäftlich und so, nicht weil die irgendwie ein Fan von denen sind. Und deswegen, also, wenn man mich fragen würde, hey, sind YouTuber für dich Stars? Dann würde ich sagen, ja. Ich meine, wenn dieser YouTuber 100 Abos hat, so, und ich gucke mir seine Videos an und ich feiere ihn und so, und wenn ich ihn irgendwann auf der Straße sehen würde, würde ich auch sagen, oh Gott, das ist ja der und der YouTuber, ey, deine Videos gefallen mir sau gut. Jetzt abgesehen von der Reichweite, ich meine, ich mag hier einen Menschen nicht wegen der Reichweite, ich mag ihn ja, was mit YouTube zu tun hat, wegen seiner Art, wegen seiner Sympathie, wegen seinen Videos, wegen seinen Produktionen, die er hochlädt. Und das hat dann auch nichts mit Reichweite zu tun, weil die Leute halt, also Leute, die in Facebook mit mir so diskutieren, sagen halt, ja, guck mal, du kannst kein Star sein, du hast ja erstmal knapp 700 Abonnenten auf deinem Hauptkanal. Okay, 700 Abonnenten ist es, ja, ne? Ich meine, da kann auf jeden Fall mehr sein, hätte ich nichts dagegen, definitiv nicht, aber das Ding ist einfach, das ist auch schon eine enorme Größe, wenn man sich so vorstellt, ja, so 7 oder knapp 7 Kino Säle oder Räume, und ja, ist eine krasse Sache auf jeden Fall. Und naja, das ist halt, wie gesagt, das hat nichts mit der Reichweite zu tun. Ja, bevor ich mich jetzt nochmal ein paar Mal wiederhole, was das Thema Reichweite und so betrifft, ja, rede ich mal von einem anderen Thema, also was auch mit dem Thema sind YouTuber Stars zu tun hat. Und zwar, wie gesagt, die diskutieren ja immer und so, und ja, wie gesagt, die sind halt greifbarer als wirkliche Stars, und das Thema ist ja, also das Ding, um was es sich dreht, ist ja, ja, Fan hin oder her, so, und es ist einfach so. Fans kann jeder haben, egal ob er halt Musik macht oder ob er Let's Plays macht oder gar nichts macht. Man kann immer ein Fan von jemandem sein, und ja, YouTuber sind Internetstars, egal wie viele Abonnenten und wie viele Klicks die haben. So, ich bin demnächst mit dem Commentary hier fertig. Ja, ich hoffe, das Thema hat euch gefallen und so, auch wenn ich ein paar Dinge öfters wiederholt habe. Ich werde jetzt halt versuchen, jeden Samstag so ein Commentary rauszuhauen, und jo. Jetzt bin ich erstmal raus, Leute. Bis dann.